Wir untersuchen hauptsächlich Pflanzen und Tiere in Sedimenten, die in Seen abgelagert werden und können damit rekonstruieren, was für eine Biodiversität es früher gab. Und man weiß ja jetzt, dass mit dem Eingriff des Menschen seit den letzten Jahrtausenden schon, aber insbesondere natürlich in den letzten 100-200 Jahren, dass die Biodiversität stark bedroht ist, dass man jetzt in neue Artensterben hineingerutscht ist. Und zu verstehen, was die Mechanismen sind, da können wir ganz entscheidend zu beitragen, weil die Beobachtungszeitreihen, die man hat, die gehen bloß 5 oder 10 Jahre zurück, in der Arktis noch viel kürzer oft. Und wir können halt mit unserem Wissen dazu beitragen, dass man einfach viel länger zurückschauen kann. Das ist Grundlage dafür, um die Biodiversität gerade in diesen verletzlichen Gebieten wie der Arktis zu schützen. In der Frühphase meiner Forschung hatten wir viele Sedimente aus der Wüste Gobi und aus dem Tibet-Plateau und haben untersucht, wie sich der Monsun entwickelt hat. Und konnten feststellen, dass diese Monsunentwicklung in China ganz stark auch damit zusammenhängt, wie sich die Westwinde über die Zeit entwickelt haben. Und diesen Zusammenhang zwischen Monsunentwicklung und Westwindentwicklung, die für das zukünftige Klima in Nordchina eine zentrale Rolle spielen, da habe ich, glaube ich, entscheidende Beiträge geleistet. Wir sind ja ein Polarforschungsinstitut und das Tolle ist halt, dass wir auch eben immer wieder nach Alaska oder Kanada fahren können und unsere Proben dort nehmen und unsere Untersuchungen dort machen können. Musik.